Und dann habe ich eigentlich immer gebetet. Und gesagt, lieber Gott, lass ihn anspringen. Udo, sei ein braver Junge, spring an. Und dann habe ich ganz langsam erst gestartet. Und man bekommt ja das Gefühl dafür, wie weit man den Schock rausziehen, starten, gleich wieder fast ganz reinschieben. Und er springt an und er läuft. Und das Geräusch von diesen 8 Zylindern ist so was Schönes, so wunderbar, wie ein Konzert. Das ist einfach Musik, wenn man fährt. Also wir waren eigentlich immer unterwegs, aufgeschlossen für die Welt. Darum fiel mir das, glaube ich, gar nicht so schwer, zu sagen, ich fahre um die Welt. Als meine Kinder sagten, Mama, du hast jetzt deine Firma verkauft, verpachtet, du hast nicht mehr so viel Arbeit, was willst du machen? Musste ich eine Antwort geben? Und da fiel mir Cleonore Stinnes ein, von der ich ja gehört hatte, die erste Frau bzw. der erste Mensch, der um die Welt fuhr, eine Deutsche mit einem Adler. Da habe ich gesagt, ja, dann mache ich das wie Cleonore Stinnes, ich fahre um die Welt. Mein Name ist Heidi Hetzer. Ich fahre einen Hudson Great 8 von 1930. Ein 8-Zylinder mit 2 Türen, 60 PS. In den Papieren stand 60 Spitze. 80 bin ich dann schon gefahren. Nach 1,5 Jahren habe ich neue Zylinderköpfe bekommen. Jetzt fährt er sogar 100. Cleonores Vision war es, einmal um die Welt, auf dem kürzesten Weg einmal um die Welt fahren. Sie war 27, ich war 77, ich konnte keine zweite Reise planen, also habe ich gesagt, ich will alle 5 Kontinente sehen und habe mir das so ungefähr ausgemalt, wie ich rumkomme und möglichst viele Strecken von Cleonore einbauen, aber nicht nachfahren. Und dann habe ich für diese Weltreise das Auto gekauft. Und da Cleonore mein erster Mensch um die Welt gefahren ist, da dachte ich, okay, du kannst es nicht wieder herstellen, wie es ihr ergangen ist. Inzwischen gibt es Straßen, Tankstellen, all das gibt es. Aber ich will wenigstens das Gefühl haben, wie es ist, in so einem alten Auto zu sitzen. Und natürlich werde ich Reparaturen haben, die zu bewältigen. Irgendwo ohne Sprachkenntnisse, das will ich einfach auch machen. Und ja, das ist dann gekommen, schlimmer als ich es erwartet habe. Ich dachte doch nicht, dass es so oft kaputt geht, das Auto. Und dann bin ich relativ schlecht vorbereitet, einfach losgefahren. Man hat nie das auf dem Schirm, was dann passiert, was eigentlich wirklich ist. Da muss man reagieren und oft falsch reagieren. Anders reagieren, als man gerne möchte. Aber aus der Not muss man dann eine Tugend machen. Auf der ganzen Reise gibt es überall hohe Berge, bunte Berge, Ozeane, Meere, Wasser, Vögel, Bäume, überall. Alles wunderschöne Natur, die sich aber wiederholt. Irgendwie anders, aber es ist Natur. Was ich am tollsten fand, waren die Menschen. Überall anders mit ihren Sitten und Gebräuchen. Und auffallend freundlich, am anderen interessiert, hilfsbereit. Und das ist der Punkt, wo ich mich immer ärgere, wenn mich Leute fragen, hast du denn keine Angst? Wieso soll ich Angst haben? Leute, die mir helfen wollen, die nett sind, vor denen muss ich doch keine Angst haben. Da kam leider das Problem,
Sie kam an. Mir hatte man gerade gesagt, ich habe Krebs. Und nach 14 Tagen habe ich gesagt, Lilly, es tut mir leid, aber ich muss nach Deutschland fliegen, diese Krebsoperation machen. Rallye, die erste Rallye der Welt, Peking, Paris, das hat doch der Prinz Borghese gewonnen, auf einem Italer. Ja, sagte, das ist meine Familie. Ich konnte es nicht glauben. Er hat sich an einer Mutter verfangen und wurde hochgedreht. Und ich dachte, okay, du musst die Hand rausziehen. Hopp, abgezogen und dann hingen eben zwei Finger runter. Zu mir gesagt, you have a watch, I have time. Da habe ich nichts mehr gesagt. Es ist wichtiger, dass ich zu anderen nett bin, dass ich mit mir selbst zufrieden bin, dass ich was unternehme, dass ich was für meine Familie tue. Ja, so verändert einen so eine Reise. Ja, also das Fahren, das war ja eigentlich der Grund, warum ich gefahren bin. Ich wollte ja nur fahren. Fahren, fahren, fahren. Das ist das Einzige, was ich wollte. Fahren. Und ich habe mich gefragt, wenn ich zurückkomme, ob ich dann die Schnauze voll habe oder ob ich dann immer noch gerne Auto fahre. Und ich kann nicht aufhören. Ich fahre immer noch gerne. Ich könnte die ganze Reise wieder rückwärts machen.